Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Hof Bergmann. Am Bergmann Freitag mit Paul und Buddy, hallo. Buddy hat heute richtig Lust. Er will es euch nicht sagen, aber er liebt Steine sammeln. Das ist genau sein Ding. Er geht da voll auf in seiner Arbeit. So richtig Bock drauf. Es ist ungefähr gleich zu stellen, wie so kleine Säckchen abpacken und dann verladen. Das mag er auch sehr gern. Oder hunderttausende Pappelballen machen. Auch die Presse war ja ganz in Ordnung. Ja. Gibt zu arbeiten, da kannst du eine Party halt echt haben. Apropos Party, die Hühner müssen auch wieder ausgemistet werden. Aber pronto. Ich höre ja gerade ein bisschen Fiepen im Ohr. Ich glaube, deine Schweinchen haben auch Mist jetzt, oder? Werner? Was haben meine Schweinchen? Müssen eigentlich auch Mist machen, oder? Normalerweise ja. Sollte man vielleicht auch mal dran nachgucken, ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist der Einzige, der Zeit hat von uns, Paul. Ich habe überhaupt keine Zeit. Du delegierst immer und dann... Ja, und hier, ne? Vielleicht sollte ich nicht dir die Steine in den Kopf schmeißen, Werner, sondern Paul. Das wäre eine bessere Idee. Hey. Kommt jetzt auf die Idee. Er schickt jetzt schon wieder Snapchat hier. Ja, der Schweizer, wer sonst? Schickt er wieder besondere Bilder? Oh. Nee, es war Jörgi. Schickt der besondere? Oh. Der macht auch sowas. Das ist ja unglaublich. Snapchat, ey, das ist ein Ding, das an mir vorbeigegangen ist. Gott sei Dank. An mir auch. Mein Gott. Es gibt kaum was, was mir so egal ist wie das. Ach ja. Aber ich muss dazu sagen, das Kalkstreuen ist halt wesentlich angenehmer, als wie hier mit 3 oder 4 Meter Steine zu sammeln. Das würde mich hier schon ein bisschen ankosten. Hashtag Salz ist da. Halt, ist das flüssige Gold. Ah ja. Und Paul, wie geht's dir so? Ach du, mir geht's eigentlich ganz gut. Haben wir noch Kalk am Hof? Im Silo müsste noch liegen, ja. Weil das reicht gerade für ein Feld. What? Ach du Schande. Hat ein bisschen vernachlässigt, ne? Ich habe die automatische Ausbringmenge an dem her. 5,26 Tonnen pro Hektar, naja. Naja. Der Boden hat Bedarf. 6,13 Tonnen pro Hektar, naja. Das ist ja tiefrot. Jetzt lasst es sich gut gehen. Ne, tiefrot ist... Stickstoff. Ja. Das Schöne ist, ich kann das laufen lassen, es wird einfach nicht gestreut, weil er kennt das ja, wo ja, wo er streuen muss und wo nicht. Noch etwas, nur noch 240 Liter drin. Ja, hier ist eine kleine Stelle, da gehen noch mal ein paar 15 Liter weg. Ah. Das waren gar nicht so viele. 20. Hallo. Hallo. Ich habe mich kurz gucken müssen, ob Paul mich meint, ne? Und mir dachte, na bitte nicht, geh weg. Nee, ich musste gerade mal das Apparat hängen hier. Ja, mach ich schon wieder. Bist du schon fertig, Patty?
Was? Ob du fertig bist, taub auch noch, weißt du? Sala? Ja. Du kannst ja nach einem wunderschönen großen Stein aussuchen, den ich an den Kopf schmeiße. So. Ich mach nichts drauf. Mach nichts drauf. Guck mal, Pauli in aller Ruhe im Teleskop hat das so eine kleine Beeinheit, ne? So, ja. Nicht viel zu tun heute, Paul. Ich bin am Geld verdienen, was willst du? Aber such dir dann bitte den großen und harten Stein aus, ja? Nee, warum das denn? Ach, nur so. Ist denn jetzt so? Also. Eigentlich, was? Sehe ich jetzt nicht. Ah, ich auch nicht. Ach, die Dachstuhl riecht mich genauso auf. Ah, Weihnachten steht ja zum Glück vor der Tür. Hat meine Eltern schon Bescheid gesagt. Ihr könnt euch da mal ein bisschen mit beteiligen. Ja. Wie können wir dich glücklich machen? Warte, Gamingstuhl. Noble Chair. Welchen den teuersten? Ja, genau. Hätten wir das auch geklärt. Ach ja. Den, ob ich dieses Jahr mal auf den Weihnachtsmarkt gucken gehe. Oder ob dieses Jahr wieder Alkoholverbot ist. Hm. Ja, letztes Jahr war ja wieder Alkoholverbot. Es darf kein Glühwein ausgeschenkt werden. Gott. Ja, Corona-Regeln. Bist du Weihnachten alleine, Buddy? Oder bist du gucken, irgendwo? Gucken, was der Arbeit sagt. Naja. Ich denke, mein erster Feiertag bin ich bei meiner Mutter und am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich bei meinem Vater. Jo. Bei mir wird man aber auch keinen Weihnachtsschmuck in der Wohnung finden. Soll ich den Nussknacker schicken? Ein gutes Brennholz. Ja. Goldene Weihnachtskugel vielleicht? Und so einen kleinen Plastebaum. Nee. Mir kommt hier Weihnachtsgemüse in die Wohnung. Vielleicht so eine Dose aus von Ikea, wo der Weihnachtsbaum rauswächst? Nee. Wie nee, Paddy? Das geht doch nicht. Wieso geht das nicht? Das können wir so nicht machen. Nee, wieso nicht? So bisschen... Reicht das schon, wenn ich morgen wieder einkaufen gehe und überall trallert ihr Last Christmas und der... Du, Paul? Ja. Kalk. Ich weiß, ich hab's gesehen. Also einmal kann man das Lied hören im Jahr, aber nicht so, wie das jetzt wieder bis zu Weihnachten... Ja, ja, das ist wieder zu Tode gespielt. Du gehst von einem Geschäft zum anderen und überall hörst du dieselbe Musik. Ich glaube, wir haben den Schredder nicht mehr drauf, ne? Doch. Doch, da ist bei Diverses drin. Bei Diverses? Ja. Der ist vor dem Big Pack Maker. Tatsächlich. Nicht nochmal kaufen. Ich setze ihn jetzt, ne? Du kannst ihn nicht setzen. Den musst du am Händler abholen. Du bist mein Teleskoplader schon wieder. Warte jetzt mal raus hier. Kann doch nicht sein. Mein Teleskoplader. Das will keiner ein, ne? Und dann komme ich nicht mehr rein, weil immer jeder was anderes hat. Da. Katastrophe, ey. Ich hasse Menschen, Patti. Mittlerweile bin ich gleich wie du. Und das ist gut so. Komm auf die dunkle Seite dann mal. Ja. Ist wärmer. Bei uns gibt's Gegner. Schaukelt ein bisschen. Schaukeln wird jetzt stimulierend. Oh! Mach's nicht kaputt. Das Problem ist,
Wo soll ich den hinstellen, damit Patti dich nicht wegschallert, wenn er mit dem 70 über den Hof fegt, weißt du? Hinter die Mistplatte. Ja, da hat irgendwie einen Intelligenzbolzen in die Seemaschine hingestellt. Ich nenne jetzt keinen Namen, Paul war's. Da steht sie vorne schon, ich hab sie nur aufgefüllt. Letzte Bahn. Ihr habt ja noch eine Steinsammelmission angenommen, Patti. Ich seh nicht. Das war wohl eine schöne Idee. Mhm. Paul macht dich unbeliebt. Wieso? Der Paul macht dich doch nie unbeliebt. Mein Traktor ist schmutzig. Das mal alles ist. Seid ihr angeschnallt? Nee. Was ist das? Ja, nennt ihr die Scheiße weg. Meine Fresse. Sollst du bitte ein bisschen vorsichtiger, wenn sie über den Hof fahren? Fahr doch vorsichtig. Ich hab also nichts angerempelt. Die arbeiten hier. Das kennst du nicht. Wer kennt das Arbeiten nicht? Mhm. Ich hab jetzt stundenlang Steine gesammelt. Stundenlang? Ich höre das Mimi bis. Nee. Wo es wieder auf mir schon wieder ist. Aber ich bin fertig. Endlich. Mhm. Kannst du halt anders hingehen. Was kann ich? Ansehen. Schwerhörig auch noch, weißt du? Traktor so schwach dafür. Hau ab! Nein, nein, nicht ins Gerät! Ich hab gesagt, hau ab! Ah! Den kannst du nur hassen, den Typen. Du kannst ihn nur. Jetzt hab ich's grad so hingestellt. Sag mal. Muss ich jetzt hier Betonfüße bauen oder was? Wäre besser. Das ist doch nie wahr. Alles nur die Ohren gepustet. Du mir den Querfass, ich hab gesagt, geh weg! Doch mehr ein aus, als einen Ausgang. Das muss ja Umweg fahren. Oh Gott. Mann, ey. Spritzbahn. Mhm. Dim, dim, dim. So, ich mach jetzt einmal Pause. Mhm. Hast du aber auch verdient. So, Pause. Ich sehe nur noch Steine. Dann können wir hier auch schon mal verstecken. Ich will den jetzt so schnell nicht wiedersehen. Kein Sound mehr. Ah, da ist wieder da. Irgendwann geht jemand drauf vom Hof. Das wird einfach passieren. Wieso das denn? Da wirst du einfach nur einen Fleck am Boden sehen und jeder weiß, was passiert ist. Wieso denn in Kisten? Weil das nur in Kisten rauskommt. Nee. Auch. Ehrlich? Ja. Ich glaube, du kannst auch direkt Förderbahn entladen, aber. Hätte ich geplant gehabt, aber will er nicht. Kannst die Küstenherstellung aushalten. Ja, aber das ist gar nicht so doof. Ach nee, jetzt auf einmal ist es nicht so doof. Wenn ich gerade überlege, ehrlich kann ich es dann. Eben klang es noch anders. Das, bitte Ruhe. Kann ich das hinten ein schönes Regal reinräumen? Eigentlich ist es schon ganz geil. Ach du Schande. Was eine Explosion hier. Hier muss man ein bisschen Geld ausgeben. Wie ich Geld ausgeben? Ja, Geld ausgeben. Für? Weiß ich noch nicht. Ich habe das Bedürfnis, Geld auszugeben. Ah.
Dann kannst du die Kartoffellegemaschine mieten. Die mach ich auch gleich, warte. Mach auch die 5 Raps. Ach nee! Wir haben uns anders entschieden. Was? Wir machen Weizentrockner. Raps können auch nichts brauchen, ne? Werner? Nö. Ja? Hör auf, den Boden zu kletten. Ne, meine ich? Ich seh's. Ich klette doch gar nicht. Du hast Paranoia, mein Freund. Tu mal halt irgendwas, Entschuldigung. Ich seh's doch. Unser Hof muss schöner werden. Boden. Alter, noch hässlicher. Warum? Was hast du denn gegen den Boden? Alter, der hat so eine Plattenoptik. Das ist voll geil. Oh, ich will sich rosten. Was? Hallo? Ich kann dich hier. Schwierig. Sieht da richtig geil aus jetzt. Wahnsinn. Ich hab das richtig gemacht. Ach ja, meine Damen und Herren, für den jetzigen Moment sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Und wenn euch das neue Pflaster hier gefällt, dann schreibt gerne in die Kommentare und lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.